Willkommen zurück. Einmal nachladen, bitte. Und dann geht's auch los. Hinter dieser Tür verbirgt sich ein Gang mit Licht, das aber nicht wirklich hell macht. Oh, eine EMP-Granate. Naja gut, die hat mir jetzt persönlich nicht wirklich viel ausgemacht, so als Mensch. Aber für Bots wäre die, glaube ich, nicht so praktisch. Oh. Okay, da ist ein Bot. Jetzt bräuchte ich die Scrambler. Blödsinn. Ich habe doch die EMP-Granate von gerade eben. Das ist doch ein Bot, oder? Ja, das ist ein Bot. Ein Bot wie im ersten Level. Ganz am Anfang. Gab es hier auch. Bei der Freiheitsstatue. Oh, das sind sogar zwei. Wow. Warum kriege ich beide auf einmal? Nein. Nur einen. Der ist deaktiviert. Das ist ein Speichernwert. Und den anderen noch, bitte. Yep. Wunderbar. Dann habe ich die Pistole wieder. Und ich vermute. Ich vermute mal, dass hier. Ist nur ein Weg, um die Bots zu umgehen. Deswegen werde ich das mal auslassen. Und mich hier hinten umschauen. Hier ist nichts. Die Bots haben möglicherweise auch nichts dabei, sodass man denen nichts abnehmen kann. Nicht Ausrüstung oder so. Ah, aber hier ist was dahinter. Okay, wo führt das hin? Achso, einfach nur ein Gang in der Wand. Ah, damit kann man wahrscheinlich an den Bots vorbeischleichen. Was ich jetzt gerade nicht brauche, weil... Welche Bots? Dietrich, vielen Dank. Mann, dieser Herr Dietrich mit seinen Schloss-Öffnen-Künsten. Ich mag den ja. Sind das so Klappen, die man... Nein. Wenn Sie oder Decker auf mein Konto zugreifen müssen, Login, Etod, Passwort St. Mary. Passen Sie auf, wir treffen uns, wenn alles vorbei ist. Erin. Wer hat da gerade irgendwas gesagt? Irgendwer hat da gerade was gesagt. Hab ich gerade nicht hingehört. You're entering a Helibase terminal below a private section of LaGuardia. Veer to the east. You should be able to take the elevator to ground level. If you hit trouble, double back across the platform. There's a sewer drain to the northwest which leads to a pond next to the airfield. We think we might know who's moving the shipment. More in a minute. Okay, wer war das? Licht deaktiviert, Notiz erhalten. Ja, Rollfeld. Aufzug im Osten, Abflussrohr im Nordwesten. Ich nehme den Aufzug. Soll der Geiz. Ist doch bequemer. Vielleicht sollte ich hier speichern. Das sieht nach einem größeren Abschnitt aus. Da ist ein Gegner. gewesen. Oh. Kamera. Kamera. Looks like you're on the right track. That's one of the three missing barrels of Ambrosia. We'll be sending a team to recover. See if you find the other two. Ich habe zwar nichts gegen Ballern, aber so direkt Alarm auslösen in so einem großen Gebiet. Finde ich jetzt nicht so spannend. Also, spannend wäre es schon, aber ich will es mir nicht unnötig schwer machen. Da ist der Helikopter. Da ist ein Gegner. Soll ich vielleicht die Pistole in der Hand lassen oder so? Ah, ich wollte Richtung Osten, ne? Da ist der Aufzug. Ich höre Schritte. Genau, von hier. Einmal Munition für mich. Ein Computer. Ich mache die Tür hinter mir zu. Schokoriegel, Pistolenmunition. Gibt's hier noch was? Eine Zeitung. In letzter Zeit. Ach, das führt mit den schwarzen Helikoptern. Ein Multitool. Der geht mir aus dem Weg. Ich brauche keinen Stuhl. Ich bin groß genug zum selber stehen, sitzen. St. Mary. E. Todd. Krankmeldung. Ich fühle mich nicht wohl und kann deshalb morgen nicht zum Dienst kommen. Wenn ich wieder fit bin, möchte ich eine Revanche für unsere Poolparty. Johnny. Ist das der Johnny aus Hell's Kitchen? Wer weiß. Und es gibt noch einen Kanister, der zusammen mit dem Ambrosia geklaut wurde.
Zum Dock. Der Code für die Kiste mit dem Zeug ist 9905. Ja, hallo. This line has been shut down by order of UNETCO. You are not a recognized user for this device. Awaiting authorization. Okay. Mal reinhacken. Vielleicht gibt es da noch andere. 9905 war der Code gerade. Zum Glück wird das alles notiert. Nothing. I guess we're safe. Oh, da sind Gegner draußen. Okay, es gibt hier nur einen. Ja, bitte. Ah, Mist. Da sind Gegner draußen. Da hätte ich gerne das Sturmgewehr. Was hast du? Pistolenmunition. Vielen Dank. Hier ist gerade nicht. So, da ein Dietrich. Und eine Biozelle. Hier noch was? Nein. Aber vielleicht gibt es hier noch einen anderen Account, in den ich mich reinhacken kann. Als den E-Tod. Ich meine, wenn das zwei Computer sind mit zwei Büros, dann gibt es wahrscheinlich auch zwei Benutzer, mindestens. Hm? Ja, ein anderer Benutzer, aber nicht der E-Tod und vor allem hat er keine E-Mails. Also ja, ein anderer Benutzer ist natürlich nicht E-Tod, aber der hat leider auch keine eigenen E-Mails, wie es scheint. Aber ich wollte ja Richtung Osten zum Aufzug. Die Kamera habe ich zum Glück deaktiviert. Kann ich den in die Hand nehmen? Nein. Das da sieht aus wie ein Aufzug. Das sind die Toiletten, wie mir scheint. Oh oh. Warum hat das gerade nicht getroffen? Ich habe doch gezielt. Ein Schlüssel. Nur für was? Vielleicht für hier? Nein, da ist er. Zigaretten. Ich will keine Zigaretten. Ich will Multitools oder Dietriche oder Munition. Auch wenn ich davon mittlerweile echt genug habe. Ventilator. Aber keine Gegner. Ah, Pool. Zigaretten. So. Nicht so gut wie Medkits, aber kann man doch sicherlich immer mal wieder gebrauchen. So ein bisschen Heilung. Und da ist Gegner her von irgendwo. Nein. Dann kann ich ja gemütlich eine Runde Billard spielen. Lalala. Dumm-di-dumm. Ach, Alarm, ist doch egal. Ja, Billard. Biozelle. Beschleuniger. Sieht auch nicht so interessant aus gerade. Und auch nicht, als würde es weiterhelfen. Ein Geldautomat. Meeresspiegel steigt noch weiter an. Nein, Moment. Nicht mehr so viel, weil die Nordkugel wieder kälter wurde. Okay. Mal dann. Mal eben reinhängen. Ich gehe mal davon aus, dass die Kontonummer hier erst recht nicht funktioniert. Aus Hell's Kitchen. Wobei es ist ein globales Banking-System. Das heißt, die NSF sind da mit denen vernetzt. Nein, warte mal. Das sind ja gar nicht die NSF-Leute, denen es gehört. Oder etwa doch. Ja, das, nee, es gehört nicht den Pennern, die unterirdisch leben. Wenn, dann gehört es eher der NSF. Nein. Jetzt aber, oder? Nein. Ups. Schrot. Dann verschieße ich dir doch mal. Sind das Knöpfe? Nein. Gut, jetzt hätte ich eigentlich auch hier reinkommen können. War da nicht irgendwie ein Aufzug im Osten oder so? So hier oder so? Ach so. Okay. Ich erst hier durch, um den Aufzug zu finden. Wow. Von vorne links war das. Also von irgendwo. Da. Ah, da oben ist ein Scharfschütze. Das ist wahrscheinlich der, den ich vorhin schon gesehen habe. Was hat der da gerade gemacht? Ich muss mal eben meinen Kopf heilen.
Das ist böse. Wer genau geheilt? Und da ist noch so viel mehr im Argen. Trinke ich mal eben die Soda leer und futter die Schokolade. Gut, dass ich das gekauft habe. Ansonsten würde ich jetzt noch ein Medikit benutzen. Das heilt dann, glaube ich, 75 Punkte. Wie ist denn das? Hier fehlen jetzt 35 und hier fehlen 39. 74. Ah, das verteilt dann. Wenn ich die nämlich einzeln heilen würde, hätte ich jetzt zwei Medikits gebraucht. Praktisch. Machen wir eben Licht an, damit ihr mehr seht. Für mich ist es hell genug. Oder ist das vielleicht der Schacht vom vor den Bots? Das könnte natürlich sein, dass man sich auch hier hätte reinschleichen können. Also komplett alles umgehen können. Hätte umgehen können, vielleicht. Wahrscheinlich ist es die Route, die Zwergesel nimmt. Würde ich ja wetten. Das ist, glaube ich, der Scharfschütze von eben. Nein, 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 der war da oben. Da oben ist noch einer. Was haben wir hier? Noch eine Klappe. Das ist kein Tunnel. Das ist das Gebäude unten runter. Beziehungsweise der Raum unten runter. Oh Mann, schon wieder auf dem Kopf. Das ist heilig. 74 Punkte. Das ist, glaube ich, keine Verschwendung. 74 von 75. Ansonsten gibt es hier oben ist aber halt nichts mehr, ne? Ja. Eine kurze Übersicht verschaffen. Ah, da drüben ist Osten. Da müsste der Aufzug sein. Da unten. Darüber kam ich rein. Da hoch. Ups! Nicht runterfallen. Ich wollte nur wissen, ob es funktioniert. Und ja, es funktioniert. Okay, hier geht's auch runter. Ah, da habe ich zweimal geklickt. Wo bin ich denn hier? Ah! Guck mal. Das ist ja praktisch. Das ist dann wohl der Schacht, der erwähnte. Statt dem Aufzug. Ein Gegner weniger. Da ist doch was hinten dran. Aha. Ah. So fügt sich alles zusammen. Ein Messer. Nein, eine Pistole. Ja, die hat bestimmt Munition. Pfeile. Das ist gut. Ladegerät brauche ich nicht. Ich habe noch eine Lamp. Und eine Rakete. Dann benutze ich doch mal die. Die Pistole kann eh nicht so weit reinzoomen. Für die Reichweite würde ich mir tatsächlich das Präzisionsgewehr auswählen. Das Messer brauche ich nicht. Auch wenn jetzt dafür kein Platz ist. So, die Rakete hätte ich gerne. Was gibt es denn hier Interessantes? Wir haben das erste Fass bereits verladen. Und die anderen mit dem Boot und Flugzeug. Also wenigstens, sie haben wohl drei Fässer und wollen die auf drei verschiedenen Wegen verschippern. Okay. Bloß wem hat er das geschrieben? Könnte ich da reinhängen? NSF. Nein. Ich glaube, das war das Passwort letztes Mal. Login NSF war einfach mal geraten. Scheint aber nicht zu funktionieren. Also hänge ich mir einfach rein. Und tun wir die ganzen Nervenkameras, die habe ich schon geknackt, ausschalten. Tür offen, entriegelt, ist gut. Beschützen kann ich nicht umstellen. Schnell hier raus, bevor es Alarm schlägt. Irgendwo auf einer Kamera habe ich gerade gesehen, steht noch einer. Ein Gegner. Nur wo ist das? Vielleicht da drüben beim Aufzug. Hier? Nein, hier. Da war ich doch gerade schon. Was soll ich mit dem Messer? Ernsthaft? Nein, Moment. Den will ich. Hey, hey. Das Messer brauche ich nicht. Aber wo ist der Raketenwerfer? Wo ist der Raketenwerfer? Hä? Auf der Tür? Nein. Hä? Wo ist denn jetzt hin?
Ist er vielleicht durch den Boden durchgefallen oder so? Nee. Keine Ahnung. Komischer Bug. Ist ein bisschen ärgerlich eigentlich. Hat mir schon oft, jetzt irgendwas noch groß sprengen zu können. Ja, klicke ich doch mal den Helikopter an. Ist da was? Nein. Soll ich ihn sprengen oder was soll ich hier tun? Mach ich doch einfach mal. Ram in die Hand. Speichern für alle Fälle. Für den Fall nämlich. Hä? Also die Hitbox von dem Helikopter ist irgendwie auch nicht so das wahre, das Gefühl. Ich muss da mal näher ran. Hä? Was ist zum... Ich wollte sie gerade deaktivieren. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Wie kriege ich den denn jetzt klein, den Helikopter? Vielleicht gar nicht. Das muss ich eigentlich machen. Mal auf die Notizen gucken. Ich will schon Fässer Ambrosia finden. Eins habe ich gefunden. Okay. So ist mein Ziel. Gar nicht der Helikopter. Wobei, nee, damit habe ich ja schon. Ach nein, das da unten ist natürlich das, was sie mir den Helikopter verschicken wollen. Ja. Ich versuche es nochmal auf die Art, den Helikopter in die Luft zu jagen. Aber auch das hat nicht funktioniert. Nun gut. Dann gehe ich eben hier weiter. Ist hier unten noch irgendwas? Tote Gegner. Da hinten. Ah ne, da war ich schon. Da bin ich am Anfang durch. Was gibt's da oben auf? Da geht's weiter hoch. War ich da nicht gerade? Nein, war ich nicht. Da geht's wieder da hoch. Da oben ist nochmal so ein Weg. Allerdings ohne Tür, so wie es aussieht. Da sind wir auch nicht seitlich weiter. Liegt hier oben irgendwas? Das wäre so ein tolles Versteck für irgendwelche Sachen, aber nein. Also gut, dann eben runter und schauen, wo die anderen Ambrosia-Container verstecken. Hoffentlich hier hinten. Da ist eine Kamera. Habe ich deaktiviert. Hier ist der Aufzug. Und in der nächsten Folge erfahren wir, wo der Aufzug hinführt. Nach oben oder nach unten. Ich schätze mal, oben dürfte langweilig sein. Da komme ich ja quasi her. Oh, nein, doch nicht. Also dann, bis zum nächsten Mal.